begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Endstand vor 15.000 Zuschauern 1:4. Jan Zimmermann und Maurizio Jacobacci darf ich neben mir begrüßen. Und unser Gast bekommt die Glückwünsche und die ersten Worte zum Spiel. Vielen Dank, die nehme ich gerne an. Hallo. Ja, zum Spiel. Ich glaube, wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel. Alles funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten. War noch zu Beginn sehr effektiv. Ich glaube, für uns eine wichtige Szene in der ersten Halbzeit war dann Rettungstat von Bueno. Das hätte das 1:3 sein können. So kommen wir mit 3:0 in die Pause. Ich denke, alles das, was wir fußballerisch in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, haben wir in der zweiten Halbzeit kämpferisch richtig gut gemacht. Ich bin heute sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, inhaltlich, aber auch vom Verhalten, von ihrer Art und Weise, wie sie heute aufgetreten ist, muss ich da ein wirklich großes Kompliment aussprechen. Es war ein wichtiger zweiter Schritt, dass wir es auch geschafft haben, nach dem Zwickau-Spiel hier heute nachzulegen, was mit Sicherheit keine einfache Aufgabe ist und was für die Jungs mit Sicherheit auch in ihrer Entwicklung nochmal ein toller Schritt sein kann. Deswegen bin ich heute sehr, sehr zufrieden. An einem Sonntag zu spielen, nachdem die Konkurrenz gestern gepunktet hat, ist jetzt auch nicht immer so leicht. Und deswegen sind wir heute sehr, sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass die Jungs den Schwung dann auch in die nächste Woche mitnehmen. Danke. Dankeschön. Trainer, auch dich dürfte ich um ein paar Worte zum Spiel bitten. Ja, heute haben wir eine Lektion erhalten, was die Effizienz anbelangt. Ich glaube, die ersten 3 Schüsse waren 3 Tore. Ganz klar, das Spiel eigentlich kaputt gemacht haben in den ersten 15 Minuten oder 20 Minuten, wo wir absolut nicht das umgesetzt haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und zwar eben hoch anzupressen, den Gegner gleich unter Druck zu setzen, ihn zu Fehler zu zwingen und so weiter. Wir haben das nicht verstanden, gleich von Beginn weg umzusetzen, auch weil wir zu lasch in den Pässen waren und auch im Zweikampfverhalten. Es ist schade, weil ich glaube, nach diesen 20 Minuten hat dann 1860 ein anderes Gesicht gezeigt, aber es war schon 3:0. Und schade war natürlich, dass wir eben den Anschlusstreffer vor der Pause nicht erzielen konnten. Auch da, finde ich, fehlte wirklich diese Entschlossenheit. Lex, glaube, das muss Tor sein. Das muss Tor sein. Und dann die zweite Aktion mit Deichi, wo er Vollspann schießt. Er konnte ihn natürlich auch mit dem Innenrist spielen. Schade für diese zwei Großchancen, die wir hatten, weil das hätte uns sicher wieder ins Spiel gebracht und man hätte dann in der zweiten Halbzeit ganz ein anderes Spiel gesehen. Sprich, was die Situation anbelangt, nicht was dann in der zweiten Halbzeit das Spiel anbelangt, weil wir haben versucht, alles Mögliche noch in die Waagschale zu werfen, um eben diesen schnellen Anschlusstreffer zu erzielen, was uns leider nicht gelungen ist. Trotz allem haben wir dann praktisch die ganze zweite Halbzeit auf ein Tor gespielt, bekommen dann wieder ein Tor, was man eigentlich so nicht bekommen darf. Es ist ganz klar, dort müssen wir einfach die Hebel ansetzen. Es kann nicht sein, dass wir aus einem Einwurf dann noch ein viertes Tor bekommen, weil das Defensivverhalten in dieser Situation war ungenügend. Und dann ist klar, wir haben sicher unsere sehr guten Chancen gehabt, in der ersten wie in der zweiten Halbzeit. Aber es ist klar, wenn man dann so beginnt, ein Spiel so beginnt, wie wir es begonnen haben, dann wird es immer schwierig sein, dann ein Spiel auch für uns zu gestalten und zu gewinnen. Es ist schade für den ganzen Aufwand, den wir die ganze Woche betrieben haben und auch für die 60, 65 Minuten, die wir da gespielt haben. Aber das soll uns eine Lehre sein für die nächsten Spiele, weil es ist wichtig, dass man ja schon in der ersten Sekunde an konzentriert mit den Pässen, mit dem Zweikampfverhalten agiert, um eben nicht in diese Situation zu geraten. Kompliment an den Gegner,
der es eben in den 20 Minuten effizient gespielt hat und dann schlussendlich der Sieg verdient ist. Dankeschön. Dann kommen wir zu den Fragen an die beiden Trainer. Da unsere Gäste zeitnah nach Hause wollen, erstmal die Frage, gibt es Fragen an Jan Zimmermann? Scheint nicht so der Fall zu sein, dann würde ich dich verabschieden. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Viel Erfolg die nächsten Spiele. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann würde Marco Blanco mit der Frage an Maurizio beginnen. Ja, hallo. Der Unmut der Fans war natürlich groß nach dem Spiel. Die Mannschaft war in der Kurve, hat dann auch ihre Trikots in die Kurve gegeben, was sonst nicht üblich ist. Sie haben das Ganze beobachtet vom Spielfeldrand aus. Wie haben Sie es gesehen und können Sie den Unmut der Fans nachvollziehen? Ja gut, wir sind alle nicht glücklich mit dieser Niederlage. Klar wollten wir dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ja, das ist einfach so. Und dass man enttäuscht ist, eben die ersten 20 Minuten absolut nicht nachvollziehbar. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben uns alles kaputt gemacht in den ersten 20 Minuten und das darf einfach nicht passieren. Weil wir haben sehr viel vorgenommen und ich persönlich auch, ganz klar. Weil eben, wie gesagt, wir haben uns sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet. Wir waren uns bewusst, was für ein Gegner es war. Und wenn man sie eben spielen lässt und eben diese Aggressivität nicht an den Tag legt, die Zweikämpfe nicht hat, wie es beim ersten Tor war zum Beispiel. Das kann nicht sein, dass einer von 20 Metern allein aufs Tor schießen kann, ohne Gegenwehr. Und dann das Verhalten beim zweiten Tor, das ist ein Freistoß. Aber man kann da nicht faul spielen in solcher Situation. Da muss man sich anders verhalten, defensiv. War ein unnötiges Foul und das natürlich 20 Meter vor dem Tor. Und da ist immer die Gefahr, dass eben der Freistoß dann, so wie er geschossen wurde, dann auch eingeht. Und wie gesagt, BVB war sehr, sehr effizient. Und das war ausschlaggebend heute. Weitere Fragen? Gerhard Fischer. Sie hatten vorhin beim 0:4 das Defensivverhalten gerügt. Würden Sie da den Torwart mit einschließen? Der Ball ist ja am kurzen Pfosten ins Tor gerutscht und Hiller war knapp daneben gestanden. Ja gut, es ist eine Kettenreaktion von allem. Einwurf kann gespielt werden, aber das Verhalten der Vorderleute muss auch besser sein. Und dann kommt das noch dazu, dass dann das Tor geschossen wird durch einen Spieler, der noch eingewechselt wurde. Aber klar, normalerweise kann dieser Ball nicht reingehen. Jetzt schaue ich nochmal in die Runde. Ich sehe keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank, wünsche euch trotz allem noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Danke. Danke.